Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg, hier im Mehrspieler mit Mr. Whist. Der steuert die Mittelmächte, wir haben die Entente. Ich nehme an, von Serbien wird nicht mehr viel übrig sein. Die spannende Frage ist dann auch, was im Osten passiert und ob in Italien womöglich eine Reaktion erfolgt. Okay, der General hatte eh keine Versorgung mehr. Und das war es dann auch mit Serbien, höchst offiziell. Gut, wir müssen uns mit den Russen vielleicht ein Stück weit zurückziehen und anders platzieren. Autsch, da hat echt mal jemand einen Treffer gemacht auf mein U-Boot, also wirklich. Ein U-Boot, ja, das war auch ein U-Boot. Ich hatte zuerst falsch erkannt. Machen ja so ein bisschen was. Vielleicht müssen wir die wieder jagen. Da drüben haben wir ja einige Schiffe zur U-Boot-Jagd. Angriff in Belgien. Na, das ist lustig, weil ich wollte ja eigentlich auch diese Runde hier angreifen. Deswegen ist es umso freundlicher, wenn die feindlichen Einheiten ein wenig geschwächt sind. So, Serbien hat noch gar nicht kapituliert. Warum denn das nicht? Wenn ich das mal vorsichtig zusammenfassen darf. Ja, jetzt ist unser HQ natürlich hier, wo es nichts mehr bringt und wir uns eigentlich nur noch hier zurückziehen sollten aus Basra, um die Einheit zu retten, denn denen wird demnächst die Versorgung ausgehen. Im Prinzip gleich wieder zurück ins Rote Meer, wo auch all die anderen Einheiten unterwegs sind. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, die Verstärkung. Ja, ist knapp zu spät gekommen. Sagen, ihr geht auch auf ein Landungsboot. Und schließt euch irgendeiner anderen Front an, weil das hier ist wohl verloren. Gut, ansonsten. Feindliche U-Boote sind da womöglich irgendwo. Aha. Oh, dieses Schlachtschiff fährt auf jeden Fall in den Hafen zurück. Natürlich mal wieder schön ist, es ist mieses Wetter. Das heißt, wir können unsere Flugzeugträger mal wieder nicht einsetzen. Ah, hier stehen die alle. Ah ja, I see. Hier sind die alle. Ne, haben wir gerade keine. Noch eins. Ach, die sind ja echt alle hier. Aber halt aufgrund des miesen Wetters können wir denen nicht so recht Schaden machen, leider. Und die Flugzeugträger können auch nichts tun. Das ist alles ein wenig unglücklich. Noch ein Zerstörer. Der auch nochmal keinen Schaden macht. Doch, ein Schaden, immerhin. Kreuzer. Wir kreuzen mal. Das sind jetzt nur U-Boote, die hier kommen, oder? Keine größeren Schiffe. Gut, da wollte ich nur mal eben sicher gehen. Also wir checken hier in diesem Bereich nochmal. Da ist ja noch ein U-Boot. Gut, so weit, so gut. Die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich hier an den Fronten? Ich wollte ja hier gerne angreifen. Dieses Feld am liebsten. Wo jetzt tatsächlich auch eine geschwächte Einheit drin ist, die nicht maximal verschanzt ist. Weil wenn wir das Feld haben, grenzt nur noch eine Feindeinheit an Brüssel. Und dann müsste die Stadt hier wieder Versorgung kriegen. Genauso wie das Bergwerk dann sich hier langsam wieder hochzieht. Dürfte unsere Punkte, ja, unseren Punkten eigentlich gut tun. Nehmen wir mal den Aufklärungsbomber. Ja, wir haben jetzt schon 2-2. Und 4 Geschosse. Hauen wir mal drauf.
Zwei Schaden direkt gemacht, das ist gut. Und ja, den können wir jetzt gut loswerden. Abgesehen davon natürlich, dass... wir nicht immer ganz so viel Schaden machen, wie schön wäre. So, 2-1. Ja, das einzige Problem ist natürlich, wenn wir reinziehen, wir könnten uns nicht mehr verschanzen. Gut, außer mit den Reitern, aber die wären tot. Dann müssen wir das. Wir könnten ja auch erstmal einfach, wir haben ja ein paar Einheiten in Reserve, reinziehen und auf jeden Fall die Artillerie hier mal angreifen. So, und das soll jetzt in den nächsten Runden weitergehen. Die Franzosen haben ja schon viel in ihre Kanonen investiert und wir sollten das noch weiter ansteigen lassen. Ansonsten, Zweifel tauschen wir auch mal ein bisschen durch. Ich glaube, die Franzosen haben nämlich die stärkste Grabenkriegsführung von allen. Ja, die haben schon Stufe 2, Briten erst Stufe 1. Also wenn die Franzosen hier die Front halten, ist das sogar ziemlich gut. Die Einheit wird wahrscheinlich draufgehen. Aber wir können hier schon mal neue, möglichst kampfstarke hier in Position bringen. Also solche Angriffe hier lohnen sich meistens einfach nicht. 3-1. Wird wahrscheinlich dann auch noch ein 4-0 gegen uns. Also wir sind erstmal froh. Ich glaube, das Feld ist gut. Und unsere Artillerie kann hier in nächster Zeit sicher noch weiter durchschießen. So, wir hatten... was? Habe ich die in Basra in ein Landungsboot gesetzt? Oh. Die hätten natürlich eigentlich in ein Transportboot sollen, aber was soll's, dann versuchen wir hier drüben irgendwo zu landen. Gut. Versuchen wir einfach das Beste daraus zu machen. Das war natürlich eigentlich falsch. So, wir können die Briten hier weiterhin nicht transportieren. Geht mal irgendwo hin, wo ein Hafen ist. Und wartet einfach, bis die Möglichkeit zur Verschiffung hier dann doch endlich mal gegeben ist. Westfront ansonsten machen wir soweit nichts. Die Deutschen haben inzwischen auch die nächste Stufe im Grabenkrieg. Das heißt, so richtig vorwärts kommen tun wir dann erst ja, mit Artillerie. Und die müssten wir natürlich dann zum Teil auch noch weiter upgraden. Und die ganzen Geschichten hier Gegenangriffe. Ja, da hätten wir zumindest ein 2-2. Nur 2-0. Naja. Gut. Sonst starten wir gleich nochmal mit Forschen und so weiter, was man wie wo am besten tun könnte. Italien. Ihr rückt auf jeden Fall schon mal dahin auf. Die sind auch noch relativ fit. Kommen aber leider nicht in das Feld. Dann vielleicht nächste Runde. Oh. Ach, sehr schön. Aus 2-1 laut Prognose für uns wird natürlich 2-1 für die anderen. So wie man das liebt und es immer und immer wieder vorkommt. Die Italiener 181 Punkte. Wir müssen halt eigentlich echt mal erst unsere HQs hochziehen und die ganzen Einheiten, die in letzter Runde bei der Eroberung von Trient ordentlich was abbekommen haben, halt eigentlich auch erstmal wieder verstärkt werden. Und wir haben hier noch ein französisches Korps. Das am besten helfen. Und es geht vielleicht hier rechts mit hin. Oh, ihr könntet hier ein bisschen nach oben aufrücken. Können die Franzosen dahin. Kann man vor allem defensiv gut einsetzen, weil sie haben hier den besten Grabenkrieg im Moment von allen Entente-Einheiten. Vielleicht dahin und du nimmst da die Position ein. Ja, 2-1 muss jetzt nicht sein erstmal. Gut, der Bomber. Ein bisschen aufklären, steht da was in der Stadt? Nein, also ich bin... aber wir können sie nicht in ein Landungsboot setzen, aber theoretisch wäre eine interessante Option. Sollten wir mal für später vielleicht im Hinterkopf behalten.
Okay, Ägypten. Frage ist natürlich mit der miserablen Versorgungslage vor Ort, wie sollen wir hier irgendwie vernünftig hier reinkommen? Unsere Kanonen müssten uns helfen, aber die haben halt die Upgrades nicht. Ich würde sagen, die Briten haben ja auch schon zwei Kanonen auf dem Feld. Die sollten eigentlich in die Industrie her. Ja. Eigentlich müssten die erstmal die Industrie hochziehen. Und danach irgendwann in die Artillerie forschen. Auf dem Feld hätten wir auch noch eine Versorgung von 3. Schwierig. Also der Kommandant kann hier natürlich viel Versorgung austeilen, weil er in dem Ort steht. Einfach angreifen lohnt hier kaum. Ah, unsere Einheiten sind da. Die Verstärkung. Aber dann haben wir gleich wahrscheinlich doch Truppentransporter frei. Wo haben wir hier eigentlich mal einen Hafen? Was seid ihr eigentlich? Marine? Zwei Korps? Das ist kein Hafen, schade. Es ist ein Hafen. Das hier ist ein Hafen. So gut, dann haben wir noch. Ich es vergessen. Hier. Achso, die Schiffe sind dann erst nächste Runde wieder frei. Okay. Noch jemand? Genau, die sollten ja auch auf ein Schiff, geht aber schlecht, wenn kein Truppentransporter frei ist. Wer seid ihr? Die Marineinfanterie. Bin fast am Überlegen. Ich weiß, wir hätten sie eigentlich schon mal hier und dann doch nicht nach Italien gestellt und dann lang und breit verschifft. Sie sollten ja eigentlich Basra helfen. Aber wenn niemand in der. Obwohl, das wird sich wahrscheinlich ändern, jetzt wo Serbien demnächst weg ist, geht wahrscheinlich doch jemand in die Festung. Aber trotzdem. Könnt ihr hier im Osmanischen Reich eine kleine Landung demnächst versuchen? Wird die vielleicht hier hinziehen und dann von hier versuchen, eine Stadt reinzukommen? Hier haben wir dann wahrlich genügend Einheiten, wo wir schon mit sehen müssen mit der Versorgung, wie das überhaupt wird. Apropos Versorgung, ja. Bleibt erstmal in der Stadt, da habt ihr noch mit die Beste. Ja, schön, dass dieses 1-1 wie so häufig gegen uns natürlich wurde. Das immerhin hat sich positiv gewandelt. Aber ich weiß nicht, wenn wir hier reinziehen, werden wir sofort von allen Seiten attackiert. Aber gut, wir haben eigentlich ausreichend Ja, wir können uns nicht mal verschanzen, das ist auch das Problem. Wir können es versuchen, wir kriegen hier ein paar Einheiten rein. Die Artillerie. Ja, das mit den Bewegungen ist hier immer ein bisschen kompliziert. Aber demnächst sollte das alles funktionieren und besser werden. Gut, Kaukasus. Hier könnten wir vielleicht was erreichen. Nicht direkt gegen die. Das sieht auch eher schwierig aus, aber hier gegen die. 3 zu 1. Komm gar nicht in den Ort da rein. Dann müsst ihr da hier nochmal zurück. Ah, die könnten noch hier hin. Ja, toll. Ort leer, aber nicht zu erobern. Aber gut, immerhin Ort leer. Vielleicht mal fit machen. Mal sehen, ob hier noch osmanische Reserven sind, die da einziehen können. Oder nicht. Ich meine, sonst hätten wir das nächste Runde und kämen hier weiterhin ganz langsam und entspannt voran. Soweit, so gut. Also, wir waren in Ägypten. Check. Da waren wir, da, ja. Wir hier noch irgendwas tun?
Schau mal, könnt ihr euch ja noch ein wenig verschanzen. Aber eigentlich müsste Serbien dann demnächst kapitulieren. So, Italien, ja, die verstärken sich erstmal, vor allem hier. So weit, so gut, dann sind wir, denke ich mal, an der Ostfront. Unser Problem ist, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal akut in die Defensive geraten. Ja, hier ziehen wir uns erstmal in die Orte zurück. Ja, wir könnten versuchen. Ja, warum eigentlich nicht? Wir geben dem Haku einen guten Treffer mit. So, ansonsten. Halt wird womöglich bald geschlagen, aber vorläufig könnten wir versuchen, das zu halten. Auch ein bisschen reinrücken. 3 zu 2, das ist einer der besten Angriffsmöglichkeiten seit langem, die wir gegen ein deutsches Korps haben. Läuft besser als gedacht. Ach. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit wird hier gegen uns gewürfelt. Also von den Ergebnissen her. Naja, schade, wir haben es nicht ganz vernichtet. So, ihr haltet vorläufig die Position hier. Das ist nicht gut. Sonst gehen wir halt hier raus. Wenn die da oder den Ort einnehmen. Naja, wir könnten es versuchen, aber wir schwächen halt unsere ganze Front damit, falls... Ich würde sagen, wir gehen hier langsam zurück. Spannende Frage ist ja auch eher da drüben. Deutschen drücken da von allen Seiten. Das ist nicht sonderlich schön. Wir bräuchten ja eigentlich zusätzliche Einheiten. Genau, was haben wir denn noch an Einheiten? Ein russisches Schiff, das wir nicht direkt benötigen. Russische Jagdflugzeuge. Und hier ist die Front. Gehen wir in die Nähe der anderen Flugzeuge. Ein britisches U-Boot, okay. Britisches Geschwader. Ein Kolonialkorps der Franzosen. Könnten wir hier durchaus gebrauchen. Zurück zu den Russen. Also von einem gewissen Standpunkt hier werden wir das wohl nicht mehr sonderlich lange halten können. Die Angriffe 4-0. Das bringt es soweit nicht. Sagen wir, tauschen schon mal hier aus, falls sie dann zur Festung Ivanovgrad vorrücken. Wir brauchen einfach mehr Einheiten. Das ist ganz stumpf und einfach kurz zusammengefasst die Situation. Wir brauchen da mehr Einheiten. Also ich würde sagen, die Russen kaufen sich auf jeden Fall ein Korps. Oh, wir haben ja genügend. Artillerie, 5 Geschosse. Ich weiß, wir haben jetzt gerade nicht die Punkte, die zu verstärken. Die kann ja schon mal hier hingehen und im Zweifel defensives Feuer mitgeben. Und der schwere Bomber kann natürlich so exakt nicht dahin bomben, wo ich ihn jetzt gerne hätte. Da ist also eine feindliche Artillerie mit Upgrade auch schon. Da sind wir immer mit dieser Einheit hier so gerade außer Reichweite gegangen. Gut, wir ziehen uns also im Allgemeinen zurück und müssen jetzt jede Runde massig Einheiten nachkaufen. Nicht dieses Korps da. Können wir vielleicht auch ein bisschen hier mit rüberziehen.
So gut, diese Orte werden da wahrscheinlich bald zermanscht, aber wir hoffen einfach, dass sie uns genügend Zeit verschaffen, neue Einheiten nachzukaufen. Dann noch ein kurzer Kontrollblick an die Westfront. Na, diese Reiter sind vielleicht auf Dauer doch praktisch, weil die könnten da reinrennen und sich verschanzen. Großer Vorteil gegenüber den anderen, aber 100 Punkte? Bisschen happig. Wir sollten eher sehen, vielleicht hier unsere Belgier wieder in Form zu kriegen. 100 Punkte. Wir schauen erstmal beim Forschen und Kaufen, weil. Also, einerseits sollten die Franzosen jetzt, finde ich, mehr Druck ausüben an ihrer Front in nächster Zeit und deswegen auch regelmäßig Einheiten zurückkaufen. Aber Forschen sollten wir nicht vergessen. Mit den Briten lohnt gerade nicht. Frankreich. Also, wir sollten mehr hier in die Artillerie stecken. Granatenproduktion, da sind schon zwei drin, das wird hoffentlich einigermaßen schnell gehen. Was bräuchten wir noch für starke Infanterie? Naja, Infanteriekrieg und Führung und Kontrolle. Hauen wir da mehr rein und meinetwegen auch hier in den Grabenkrieg, dass die Westfront auf jeden Fall stabil bleibt. Die Russen, da haben wir uns auch ein paar Punkte abgespart. Und da würde ich auf jeden Fall weiter in den Grabenkrieg stecken. Weil das brauchen wir einfach, denn unsere Einheiten sind schwächer als die der Deutschen und werden regelmäßig zusammengeschlagen. Und erst wenn wir uns so richtig vernünftig verschanzen können, wird das besser. 45 Punkte können wir auch sparen und hier bei den Amerikanern in der Industrietech. Beziehungsweise, wir könnten euch nochmal verstärken, euch verstärken. Und dann sind die Punkte auch alle wieder weg. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde rein. Ach, Schubmangel, mich wundert eher, dass die noch nicht kapituliert haben. Die haben noch jeden Ort verloren. Blockaden und alles dergleichen. Deutsche Truppen kapitulieren in Südwestafrika. Das ist jetzt echt Kriegsanschein. Industrietechnik, großer Fortschritt. Das ist schön. Das ist schön. Dann haben die Briten bald auch mehr Punkte über. Die haben jetzt eigentlich schon eine Menge, aber die geben jede Runde halt so viel aus. Frankreich ist auch super, Italien okay, Russland auch ganz ordentlich, ja. Also ich hoffe, dass wir das jetzt an der Westfront, da heißt langsam Bewegung reinkriegen. Es ist ja viel französische Artillerie auf dem Weg. Und dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Guckt auch bei Mr. West und den Mittelmächten rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.